Hallo zusammen. Unser heutiges Video dreht sich weniger um Sport, sondern es ist eher ein Hinweis für Mobilisation. Und zwar kennt ihr ja alle diese Black Rolls. Die kann man sich auch in einer eher softeren Variante ebenfalls selber herstellen, indem wir sind ja hier bei Alltagsmaterialien in die Küche geht und das Nudelholz nimmt. Das Nudelholz an sich wäre zu klein und ist auch eher zu fest dafür. Und ich habe mir hier zwei kleine Handtücher genommen und habe sie sehr fest drumherum gewickelt. Ihr könnt auch ein großes Badehandtuch dafür nehmen. Das ist auch gut. Aber sie sollte jetzt nicht unbedingt kleiner sein als, also wenn ihr eure Faust nehmt oder eure Hand, dann sollte sie nicht unbedingt kleiner sein als eure Fingerspitzen an sich, also eure Hand. Bei dieser Übung ist zwei Sachen sehr, sehr wichtig. Und zwar, wir wollen die Wirbelsäule, die Brustwirbelsäule mobilisieren. Das heißt, die Lendenwirbelsäule und auch die Halswirbelsäule sollten, so gut es geht, stabilisiert werden. Weil sonst läuft euch die Bewegung durch die ganze Wirbelsäule und das ist nicht der Sinn der Sache. Genau, ihr legt das Nudelholz oder unsere provisorische Black Roll jetzt hier unten auf die Matte und begebt euch in die Rückenlage. Die Position dieser Rolle sollte nicht tiefer als euer BH-Halter sein, also eure Männer vielleicht nicht tiefer als eure Brustwarzen, weil es sonst auch schwieriger wird, die Lendenwirbelsäule zu halten. Dann begebt ihr euch in die Rückenlage und legt euch diese Rolle in den Bereich, wo ihr das Gefühl habt, da ist es sehr fest. Ich empfehle immer, tiefer anzufangen und dann höher zu gehen. Wichtig ist, dass die Bauchmuskeln jetzt wirklich sehr, sehr fest angespannt werden sollten und die Hüften und die Knie ungefähr in einer Linie. Die Hände sollten jetzt sehr, sehr fest zusammen sich halten und diese Halterung nehmt ihr an eurer Unterseite des Schädels, das ist dort, wo der Haaransatz ungefähr ist. Ihr schließt die Ellenbogen und somit habt ihr jetzt quasi hier Stabilität der Halswirbelsäule gewährleistet. Mein Kopf kann also nicht mehr nach hinten fallen. Ich zeige es mal nicht, wie es nicht sein sollte. So sollte es nicht sein. Also euer Kopf sollte prinzipiell zwischen den Unterarmen festgehalten werden. Der Bauchnabel ist nach innen gezogen und nun habt ihr die Möglichkeit, euch nach hinten zu rollen, über die Rolle und wieder hochzukommen. Wählt ruhig erstmal eine kleinere Amplitude. Beim nach hinten gehen empfehle ich einatmen, beim nach oben kommen ausatmen und habt ihr das Gefühl, diesen Bereich oft genug mobilisiert zu haben, hebt ihr euren Po und könnt einfach ein klein bisschen nach unten rutschen. Und dann habt ihr einen neuen Bereich, den ihr wieder mobilisieren könnt. Seid ihr euch unsicher, ob ihr das richtig macht in der Lendenwirbelsäule, könnt ihr eventuell jemanden bitten aus eurer Familie oder näherem Umfeld, die Rippenbögen festzuhalten, nach unten, um diese zu fixieren und zu stabilisieren. Dann werdet ihr merken, dass diese Übung deutlich intensiver wird. Im oberen Bereich ist es umso wichtiger, die Halswirbelsäule gut zu stabilisieren. Das heißt, da fällt eure Amplitude noch ein bisschen geringer aus und ihr versucht euch mit dem Oberkörper in die Rolle hineinzupressen. Durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Danach ist es wichtig, dass ihr so ein bisschen eure Wirbelsäule wieder ein bisschen in Bewegung bringt. Manch anderer könnte jetzt das Gefühl haben, von einer Dampfwalze überrollt zu werden. Da empfehle ich meistens Drehbewegungen. Dann knackt es eventuell auch in verschiedenen Bereichen. Genau.
Ein kleiner Tipp zum Anfang, weniger ist oft mehr und erstmal ein Gefühl für diese Übung entwickeln, bevor ihr da in die Folgen geht und euch eventuell vielleicht mehr Schaden anrichtet, als ihr Nutzen habt. Aber dennoch ist diese Übung eine sehr dankbare Übung für die Mobilisation der Brustwirbelsäule, weil 90% der Beschwerden in der Lendenwirbelsäule kommen eben aus der Brustwirbelsäule. Probiert es aus und wünschen euch viel Spaß.